Ja, die Drogenlüge heißt das neue Buch. Das ist so ein bisschen, wie nennt man das, ja, so ein bisschen sensationalistischer Titel, Lüge, Geheimnis, solche Sachen. Ich wollte das Buch eigentlich anders nennen, aber der Verlag hat dann gesagt, Drogenlüge, das ist doch ein schöner Titel. Und dann habe ich einen Moment drüber nachgedacht und habe dann auch zugestimmt. Zumal wir dann noch einen Untertitel dazu machen konnten, der noch ein bisschen mehr verklarfiedelt, um was es in dem Buch geht. Und die Lüge, die da in dem Titel angesprochen ist, die ist erstmal ganz grundsätzlich die, dass Drogen mit Krieg erfolgreich bekämpft werden können. Das Buch ist unter anderem auch deshalb entstanden, weil letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ein Jubiläum stattgefunden hat, nämlich die Prohibition, das Verbot von Drogen ist 100 Jahre alt geworden, der erste Schritt dazu erfolgte 1909 und nach 100 Jahren wird es Zeit, denke ich, diese Politik zu verabschieden. Ich habe in dem Buch, ich will einige Stücke daraus lesen heute und ansonsten kursorisch Ihnen zeigen und erzählen, um was es dort geht. Und das erste Stück, was ich lese, heißt genauso wie der Titel, die Drogen. Der ersten Lüge über Drogen begegnen wir bei Adam und Eva, denen der Herr im Paradies droht, dass sie sterben müssten, wenn sie die Früchte vom Baum der Erkenntnis essen. Doch tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Der Genuss der verbotenen Frucht erweitert ihr Bewusstsein, sie werden sich ihrer selbst und ihrer Körperlichkeit bewusst. Erst mit der Übertretung des Verbots, also mit der Entlarvung der Drogenlüge, werden die Menschen überhaupt zu Menschen. Die jüdisch-christliche Mythologie hat dieses Ereignis seit jeher als Sündenfall interpretiert und aus dieser Erbsünde zwei große Tabus abgeleitet. Das Tabu des Körpers und der Sexualität sowie das Tabu des Bewusstseins und seiner Erweiterung durch Pflanzen der Götter. Auch im hinduistischen Mythos ist das Ereignis der Menschwerdung und der Bewusstseinserlangung mit einer Droge verbunden. Am Anfang, in den Zeiten des Chaos, so berichtet der indische Mythos Rig Veda, wurde der Gott Soma getötet und aus seinem Blut wuchs eine Pflanze, die den Göttern Weisheit und Unsterblichkeit verlieh. In Gestalt eines Adlers brachte der Herrschergott Varuna die Pflanze zu den Menschen, die auf der Erde noch im Chaos lebten und dank des göttlichen Soma nun lernten, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Im Unterschied zum biblischen Mythos wird der Genuss den Menschen hier aber nicht als Sünde oder Schuld angerechnet, sondern gibt Anlass zu himmlischer Dankbarkeit und Freude. Die zweite Drogenlüge der jüdisch-christlichen Mythologie erwächst aus der ersten, mit der das Tabu errichtet wird. Drogen werden im Reich des Bösen, des Teuflischen zugeschlagen. Ihr Licht, der Erkenntnis des Genusses, der Ekstase, wird unterschlagen zugunsten einer ausschließlichen Betonung des Schattens, der Gefahren, des Wahnsinns, des Todes. Zwar sprach der alte Herr im Garten Eden, nachdem seine Geschöpfe durch den illegalen Kick wie Gott geworden waren, keine weiteren Drogenverbote aus. Alles, was sich regt und lebt, sei eure Speise, wie das grüne Kraut, das ich euch gegeben habe, heißt es in Buch Mose 9.3. Doch das hinderte seine selbsternannten Stellvertreter auf Erden fortan nicht, Substanzen zu verbieten, die ihre Macht und Autorität bedrohten. Die Drogenlüge in der Schöpfungsgeschichte und das Verdikt gegen die Treibmittel gnostischer und ekstatischer Rituale bilden das Kraftfeld der Dämonisierung, mit denen die jüdisch-christlich-muslimische Welt fortan alle, die sich mit diesen magischen Pflanzen verbünden, als Heiden, Hexen und Heretiker verfolgt. Mit der Abschaffung des Sündenbocks als Menschenopfer, die Griechen hatten in archaischer Zeit ein Ritual, das regelmäßig in der Gemeinschaft ein Mensch ausgeguckt wurde, dem
behängte Mann mit Pflanzen und grünem Zeug, trieb ihn aus der Stadt mit Stöcken und steinigte ihn zu Tode dort. Und dieses Ritual diente dazu, dass man diesen Menschen, diesen Sündenbock, mit all dem Übel lud, was man damit von der Gemeinde fernhalten wollte. Und dieser Sündenbock im Griechischen heißt Pharmakos. Und der erste Begriff für das, was wir heute Pharmazie nennen, ist also der alte Sündenbock. Und mit der Abschaffung des Menschenopfers, des Pharmakos, und der Wandlung des Begriffs zur Arznei, zum Heilmittel, kommt es zur Diskriminierung der mit bestimmten Pharmakoi befassten Menschen, Hebammen, Heiler, Zauberer, Hexen. Erst mit dem Zeitalter der Aufklärung nimmt diese gewalttätige Ausrottung langsam ein Ende. Die Diskriminierung aber setzt sich fort und findet ein neues Opfer. Und als könnte eine Gesellschaft auch nach Tausenden von Jahren ohne ein solches Reinigungsritual mittels eines öffentlichen Sündenbocks nicht auskommen, wird mit Beginn des 20. Jahrhunderts ein Ersatz für die mit den magischen Kräutern befassten Hexen geschaffen, der Drogensüchtige und seine nunmehr behandlungsbedürftige Krankheit, die Drogensucht, werden erfunden. Das ist ein Kapitel im Buch, was zeigt, dass Drogensucht als medizinischer Begriff eine Erfindung des frühen 20. Jahrhunderts ist. Auch wenn es nicht mehr die Autorität einer Priesterkaste ist, die dieses Verdikt ausspricht, sondern die medizinisch-psychiatrische Wissenschaft, unterscheidet es sich wenig von dem archaischen Sündenbock-Ritual und dem Dogmatismus der Heiligen Inquisition. Als Tötung, Ausgrenzung von einigen zur Rettung von vielen scheinen die diskriminierten Süchtigen nunmehr dazu zu dienen, die von zwanghaften Wachstum und Profitsucht befallenen Industriegesellschaften zu heilen. Das ist ein kurzer Abschnitt, der mal einführt, warum dieses Buch zu Recht so heißt und worum es geht. Sehen wir hier auf dieser wunderbaren Grafik von David McCandless, die ist leider nicht im Buch. Das ist der Infografiker des Guardians und von einigen anderen englischen Zeitungen. Der hat zwei Bücher gemacht, Information is Beautiful, wo er Informationen in Form von Grafiken darstellt. Und hier haben wir das Thema, um das es heute Abend geht, Drogen, dargestellt. Und Sie sehen, das Spektrum reicht in alle vier Himmelsrichtungen, die hier angezeigt werden, überschneidet sich teilweise. Und hier sehen wir eigentlich alles, was wir zum Leben brauchen. Ich meine jetzt, das war nicht als Witz, Knut lacht schon wieder. Das sind. Das Wort Droge heißt ja nichts anderes als, kommt von trocken etymologisch, es sind getrocknete Kräuter, also das sind Heilpflanzen. Das sind Pflanzen, die wir zu uns nehmen, um uns in bestimmte Zustände zu versetzen oder um bestimmte Zustände herbeizuführen oder zu heilen. Und Sie sehen hier auf dieser Grafik sehr schön, wie dieses Spektrum der Drogen sich aufteilt, die verschiedenen Wirkungsspektren der Substanzen. Und ganz wenige davon, einige davon auf diesem Schaubild, sind illegal und werden mit Hilfe des Strafrechts verfolgt. Und um diese illegalisierten Drogen geht es in diesem Buch insbesondere. Und man kann hier halt einfach mal das ganze Spektrum, um das es geht, doch sehr gut erkennen. Und die bewusstseinsverändernden Pflanzen, es klang ja eben in dem kleinen Stück schon an, was ich gelesen habe, die sind tatsächlich so alt wie die Menschheit. Und dass wir Krieg dagegen führen, dass wir einen War on Drugs führen, dass wir mit den Mitteln des Strafrechts versuchen, die Probleme, die Drogen machen können, Herr zu werden, das ist eine relativ
moderne, neue Erfindung, die ja, erst etwa 100 Jahre alt ist. Und angefangen hat das Ganze mit dem allerersten Drogenkrieg der Menschheitsgeschichte, so der neueren. Und das war kein Krieg gegen Drogen, sondern ein Krieg für Drogen. Nämlich das britische Empire hat zwei Kriege geführt, um Opium nach China importieren zu können. Die Briten hatten auf ihrer kleinen Insel da in der Nordsee nicht allzu viel zu bieten, um die begehrten Güter aus den Kolonien, in China war das vor allem eben Seide, Porzellan, Gewürze, zu bezahlen, und kamen auf die Idee, weil sie gerade auch in Indien sich neue Kolonien erobert hatten, ja, wir könnten doch auf dem Rückweg dann das Opium in China als Zahlungsmittel für die begehrten Tees und Gewürze verwenden, und haben damit begonnen, Anfang des 18. Jahrhunderts, und hier auf der Grafik sehen Sie, wie sich das gesteigert hat. Die Chinesen haben dann eben einen Riegel vorgeschoben, den Opiumimport der Engländer verboten. Und England hat dann zwei Drogenkriege geführt. Und Sie sehen dann 1830, 35, 36, 39, wie das dann nach diesen beiden Drogenkriegen nach oben schießt. Weil sie erzwungen haben, das war dieselbe neoliberale Ideologie wie heute, ja, das ist ein freier Markt und wir wollen hier unser Opium verkaufen und ihr Chinesen dürft uns das nicht verbieten, und wenn ihr das macht, dann schicken wir Kanonenboote, das wurde gemacht. Und so kam dieses Geschäft zustande, und es gibt eine große Studie, die das untersucht hat, und die kommt zu dem Schluss, der hier auch als Überschrift steht, ohne Opium kein Empire. Das heißt, das britische Empire, vor allen Dingen in Asien, das Commonwealth, was dort aufgebaut wurde, wurde finanziert von diesem Geschäft. Das war das Drogengeschäft, sonst wären die Engländer nie von ihrer Insel oder sehr viel weiter runtergekommen und hätten vor allen Dingen nicht dieses Weltreich aufbauen können. Das wurde damit finanziert. Und eine kurze Geschichte der Prohibition leitet dann dieses Buch ein. Das ist das erste Kapitel. Denn die USA als aufstrebende Weltmacht, die USA hatten 1902 die Philippinen erobert. Das war sozusagen ihr erster Schritt auf dem internationalen Parkett. Die USA waren dann ab 1900 die treibende Kraft, eine internationale Prohibition des Opiumhandels durchzusetzen. Das hatte weniger mit gesundheits- und sozialpolitischen Gründen zu tun, dass die Amerikaner dahinter waren. Das hatte schlicht damit zu tun, dass man der Weltmacht England, die ihr Hauptgeschäft hier mit Opium in Asien machte, ans Zeug wollte und konkurrieren wollte. Und deshalb haben die Engländer, die Amerikaner, verschiedene andere Nationen um sich herum versammelt, die das dann mittrugen. Das war am Anfang 5 oder 6 nur. Die Deutschen schickten nur einen Beobachter zu dieser ersten Opiumkommission 1909. Dann 1912 gab es wieder eine Versammlung, da waren schon mehr da. Da hatte das deutsche Außenamt dann auch den ersten offiziellen Vertreter geschickt. Dem ging es aber damals nur darum, den Export Deutschlands von Heroin und Kokain zu sichern. Das sind ja deutsche Erfindungen, und die Firma Merck in Darmstadt und die Firma Bayer in Leverkusen haben diese beiden Stoffe patentiert, und es war das größte Geschäft der gerade zu Beginn des vorvorigen Jahrhunderts entstehenden pharmazeutischen Industrie. Und da hatte der deutsche Vertreter natürlich kein Interesse, dass jetzt irgendwelche Gesetze erlassen werden, die diesen schönen Export behindern. 1929, unterbrochen durch den Ersten Weltkrieg, hat bis 1929 dann gedauert, bis man dieses erste internationale Opiumgesetz unter Dach und Fach hatte. Und das war tatsächlich das erste globalisierte Gesetz der Welt. Globalisierung ist heute
ein Standardbegriff. Jetzt kriege ich hier gerade ein Telefon, das geht nicht. Damals gab es zwar internationale Seefahrtsvereinbarungen, dass man rechts vor links fährt oder das Schiff, was von hinten kommt, hupt und sowas, aber es gab keine Gesetze, die strafrechtlich global relevant waren. Und das fing mit den Drogen an. Diese Genfer Konvention, die 1929 geschlossen wurde, die wurde 1909 schon auf die Spur gebracht. Dann hatte das nicht großartige Folgen für Deutschland. Wir konnten weiter Heroin und Kokain exportieren. Es war der Bestseller, Heroin war das bestverkaufte Arzneimittel in 15 Ländern der Welt. Also sowas wie heute Viagra, so ein Bestseller war das. Bayer hat es in über 40 verschiedenen Hustensäften und überall war Heroin drin. Und das lief auch nach dieser Genfer Konvention, weil da genügend Hintertürchen offen gelassen waren, dann lief das Geschäft weiter. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Heroinproduktion dann offiziell eingestellt, beziehungsweise dann hat die organisierte Kriminalität dieses Geschäft übernommen, ab 1950 etwa. Vorher passiert aber noch etwas Einschneidendes, was die ganze Geschichte dann beschleunigt und dynamisiert. 1931 wird in den USA die Alkoholprohibition endlich abgeschafft. Der Grund war nicht, und ein paar Zahlen dazu sind auch im Buch, das ist so ein Mythos, das sagt, ja, während der Prohibition wurde mehr gesoffen als davor und danach, das stimmt nicht. Der Alkoholverbrauch ging tatsächlich um wenige Prozent zurück. Auch die medizinischen Statistiken aus diesen 10 oder 15 Jahren, wie die Prohibition herrschte, die zum Beispiel einen Rückgang an Leberzirrhosen und solchen typischen Alkohol-Todesfällen verzeichnete, die sagt, dass die Prohibition tatsächlich dazu geführt hat, dass zu einem kleinen Prozentsatz, 4% oder 5% weniger Leute am Alkohol gestorben sind und weniger getrunken wurden. Aber dieser kleine, könnte man sagen, jetzt gesundheitspolitische Gewinn wurde auf der anderen Seite aufgefressen und deshalb musste die Prohibition dann aufgehoben werden durch die organisierte Kriminalität, die erst dadurch entstanden ist. Innerhalb kürzester Zeit hatten kleine Banden, italienische, jüdische, irische Kiezbanden, waren milliardenschwere Konglomerate geworden, weil sie den Alkohol jetzt produzierten, schmuggelten, verkauften. Und so entstand das, was wir werden heute Mafia nennen, in den 20er Jahren. Und als die Prohibition dann abgeschafft wurde in den USA, das heißt Alkohol wieder gebraucht, legal verwendet und hergestellt werden durfte, brauchte man Ersatz und dann kam die berühmte Reefer Madness Ära, dann wurde der Hanf auf einmal entdeckt und dann entsteht das, was wir bis heute in der Cannabis-Prohibition sehen, also es wird das Mörderkraut Hanf dann zum Feind Nummer 1 gemacht in den 30er Jahren. Darüber habe ich ja in dem Hanfbuch vor 20 Jahren ausführlich schon geschrieben. Und Harry Enslinger, der damalige erste Drogenzar der USA, betreibt das alles und ist letztendlich 1961 erfolgreich mit der Single Convention, die die UNO dann beschließt, wo denn alle Drogen verboten werden. Auf internationaler Ebene, wo dieses Opiumgesetz von 1909 und 1929 dann in eine Konvention der Vereinten Nationen gegossen wird. Und Harry Enslinger hat die US-Drogenpolitik dann auf internationaler Ebene durchgesetzt. Da geht auch ein Kapitel drum im Buch, seine FBN, Federal Bureau of Narcotics, die ersten Drogenpolizisten in den USA, waren auch, die jetzt die DEA, Drug Enforcement Agency sind, waren auch die ersten, noch vor der CIA, die international Büros ganz offiziell
eröffnen konnten. Sprich, es war auch die erste globalisierte Polizei. Heute stand gerade in der Zeitung, die Amerikaner können jetzt alle unsere Bankdaten, Kontobewegungen, Flugbewegungen, ich kann die jetzt alles sehen, von jedem, der hier irgendwie auf die. Das hat damals angefangen, dass sie mit den Drogen argumentiert, ja, wir sind jetzt diesen neuen Dämon hinterher, in allen möglichen Ländern Polizei und polizeiliche Observation und so weiter starten konnten. Aber von Anfang an, und das ist interessant, und damit kommen wir jetzt immer zum nächsten Schaubild, von Anfang an hat sich die Drogenverfolgung immer Geschäftsinteressen unterordnen müssen. Hier oben, was Sie auf dem Schaubild sehen, das habe ich auch im Buch drin, das sind so aktuelle Preise für die Herstellung und die Kosten bzw. die Handelsmargen, die in diesem Produkt drin sind. Und da sehen Sie, es gibt überhaupt kein anderes Produkt auf der ganzen Welt, wo aus $650 120.000 wären. Das gibt es nicht. Und dass hier solche Gewinnspannen drin sind, Kokain und Heroin sind simple Agrarprodukte. Sie sehen, ein Kilo Koks kostet 1.000, also ein Gramm Kokain kostet $1. Das ist nun wirklich kein Geld. Bis es denn im Straßenverkauf in den westlichen Metropolen gelandet ist, kostet es 120.000 das Kilo. Das gibt es, nicht bei Gold, nicht bei Waffen, Platin oder was nennen Sie mir sonst, irgendwie seltene Erden oder weiß der Geier. Es gibt kein anderes Produkt, mit dem solche Geschäfte zu machen sind. Das ist der Grund, warum von Anfang an das Drogenverbot, was die Amerikaner durchgesetzt haben auf internationaler Ebene, unterlaufen worden ist. Harry Anslinger bekam vom Federal Bureau of Narcotics Anfang der 40er Jahre die Nachricht, sie hatten den ganzen Opiumschmuggel von China in die USA, hatten sie recherchiert und hatten rausgekriegt, wer dahinter steckt. Sie wussten, wo es in China produziert wird, wer es transportiert und wer es in New York verkauft. Und dann gehen sie zu ihrem Chef und ganz stolz diese verdeckten Agenten, die ein, zwei Jahre das alles recherchiert haben, sagen, wir haben es jetzt und der war es und da und da. Und dann sagt Anslinger, prima Leute, ab sofort arbeitet ihr hier an der Ecke in New York. Ja, wie, aber wie? Ja, da können wir leider nichts machen, sagte er. Das Opium wurde nämlich damals in China von Chiang Kai-shek hergestellt und Chiang Kai-shek war der Gegenspieler von Mao Zedong, der im Bürgerkrieg da zugange war. Und die Amerikaner waren auf Seiten von Chiang Kai-shek und haben ihm deshalb gestattet, dass er das Opium produziert und auch nach Amerika schippert und da verkaufen lässt über die Mafiosi, weil das finanziert da den Krieg gegen Mao. Das war schon 1940 und dieses Muster funktioniert bis heute. Und da werde ich später noch auch was zu sagen, aber um das nochmal klar zu machen, dass wirklich diese Überschrift, there's no business like drug business, stimmt, lese ich nochmal ein Stück aus dem Buch. Um die exorbitanten Dimensionen dieses Geschäfts besser zu verstehen, blenden wir mal ein paar Jahrzehnte zurück zu einer kleinen Geschichte. Es ist an einem Sommertag Ende der 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Zwei Kaufleute stehen in den Docks von New Orleans und warten, dass ihre Schiffe entladen werden. Der eine von ihnen, Sam, handelt mit Zucker, den er in Lateinamerika anbauen und raffinieren lässt und dann importiert. Er verkauft ihn an einen Zuckergroßhändler zum Preis X, der etwa 30% über seinen Kosten liegt. Von diesem Betrag bezahlt er den Anbau des Rohstoffs, die Produktion des Zuckers, die Frachtkosten, seine Angestellten, Bürokosten sowie Steuern. Außerdem investiert er noch etwas in die Entwicklung besserer Erntemaschinen. Je nachdem, wie geschickt Sam seinen Handel betreibt, bleiben am Ende 5-10% des Betrags, den er pro Schiffsladung einnimmt, als Nettogewinn. Sein Kollege Dave handelt ebenfalls mit einem Agrarprodukt aus Übersee.
Das Schiff mit seiner Lieferung, das im Hafen anlandet, sieht genauso aus wie das von Sam. Auch der Anbau des Rohstoffs und die Veredelung zu einem weißen Pulver läuft so ähnlich wie die Zuckerproduktion und auch Dave hat einen Großhändler, der ihm die Ware abnimmt. Es handelt sich um Kokain und der Preis Y, den Dave für eine Schiffsladung erzielt, ist mindestens 50 Mal so hoch wie der Betrag X, den Sam für seinen Zucker erhalten hat. Auch Dave hat Kosten für Anbau, Herstellung und Fracht zu tragen. Außerdem Bestechungsgelder für Zoll, Polizei, verschiedene Mitarbeiter und seine Rechtsanwälte. Er investiert in neue Erntemaschinen und in bessere Radarausrüstung. Steuern zahlt er keine. Die stattdessen anfallenden Kosten für die Geldwäsche liegen etwas unter Sams eigenem Steuersatz. Die Nettomarge, die Dave am Ende bleibt, liegt bei mindestens 20-25% des Betrags, den er pro Schiffsladung erhält. Mit jedem Schiff, das im Hafen einläuft, nimmt Dave also nicht nur das 50-fache von dem ein, was der Zuckermann Sam hat, nach Bezahlung aller Kosten bleibt auch ein mindestens doppelt so hoher Gewinn hängen. Mit jedem Schiff kann also Dave einen Betrag auf sein Privatkonto schieben, der 100-mal größer ist als das, was der erfolgreiche Zuckerhändler Sam verdient. Nun sollten wir, fordert die US-amerikanische Ökonomin Catherine Austin Fitz, die sich dieses Beispiel ausgedacht hat, die folgenden Fragen beantworten. Wer ist besser im Geschäft, Sam oder Dave? Wer ist bei seiner lokalen Bank beliebter, Sam oder Dave? Wer hat das größere Aktiendepot bei einem führenden Investmenthaus, Sam oder Dave? Wer spendet mehr für Politik, großzügiger für die Wohlfahrt und kann sich bessere Rechtsanwälte leisten, Sam oder Dave? Wer würde irgendwann wessen Firma aufkaufen? Der Zuckermann Sam, die Drogenfirma oder der Drogenmann Dave, die Zuckerfirma? Wen würden Banker, Investoren, Politiker bei dieser Übernahme unterstützen? Catherine Austin Fitz rät für die Beantwortung dieser Fragen, hören Sie nicht auf mich. Hören Sie auch nicht auf die bekannten Medienleute wie Pete Jennings, Dan Rather oder Tom Brokaw. Was glauben Sie, wer deren Gehälter zahlt? Wem gehören die Unternehmen, für die Sie arbeiten? Sam oder Dave? Hören Sie überhaupt auf niemanden. Sehen Sie sich einfach diese Zahlen an und rechnen Sie selbst. Was glauben Sie? Wie das Geld im Drogenhandel arbeitet, können Sie ziemlich leicht durchschauen, wenn Sie die Ökonomie von Sam und Dave und ihren Schiffsladungen über einen Zeitraum von 50 Jahren verfolgen. Es ist die Magie des Zinseszins. Ein halbes Jahrhundert und viele Schiffsladungen später. Der Markt für illegale Agrarprodukte aus Mohn, Koka und Hanf ist in den USA auf über 200 Milliarden Dollar pro Jahr gewachsen, global 400 bis 500 Milliarden. Fitz hat einmal versucht auszurechnen, was Dave in dieser Zeit erwirtschaftet hat. Ich habe mal eine Excel-Tabelle angelegt, um die Gesamtsumme des Narkokapitals zu berechnen. Die Zahlen zeigen, dass der Drogenmann Dave nicht nur Sams Zuckerfirma aufgekauft hatte, sondern zusammen mit dem Cashflow seiner Kollegen alle wichtigen Aktiengesellschaften an der New Yorker Börse kontrollierte. Ist das nicht stark übertrieben? Nur wenn wir Pop aus dem Spiel lassen und die Rolle, die der magische Pop-Mechanismus an der Börse spielt und wie eine heiße Herdplatte ein Maiskorn zu einem Popcorn aufbildet. Denn Aktiengesellschaften werden an der Börse nicht zu ihrem realen Wert gehandelt, sondern zu einem imaginären Wert, der die Hoffnungen und Zukunftsaussichten in die betroffenen Unternehmen spiegelt. Eine der wichtigsten Zahlen dafür ist die Bewertung, eine der wichtigsten Maßzahlen für die Bewertung ist dabei der Jahresgewinn und sein Verhältnis zum Aktienkurs. Beträgt das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Beispiel 20, wird das Unternehmen mit dem 20-fachen seines aktuellen Jahresgewinns bewertet. Eine derzeit für große Unternehmen an der Börse durchaus übliche Bewertung. Steigt also der Gewinn einer börsennotierten Firma um 100.000 Dollar, bedeutet das für die Aktien des Unternehmens eine Wertsteigerung von 2 Millionen. Wie mühsam es ist, bei einer Nettomarge von 5-10% solche Gewinne zu erwirtschaften, hatten wir am Beispiel des Zuckermanns Sam gesehen. Auch wenn er es mittlerweile mit seiner Firma an die Börse geschafft hat und sein Zuckerkonzern mit einem KGV von 20 bewertet. Hier kommt nun Dave ins Spiel mit der Idee, wie wäre es, wenn wir die Aktienmehrheit von Sam kaufen und dann dafür sorgen, dass 100.000 Dollar bis zum Jahresende auf die Gewinnseite geschleust werden.
Kein Problem, meint sein Vernunftsberater. Wir müssen nur Arthur Anderson mit der Wirtschaftsführung betrauen. Es kostet ein bisschen was, die Summe unauffällig in die Bilanz zu bringen. Ein paar Controller und Buchhalter müssen was abkriegen. Aber bei einem Pop von 20 können wir uns das leisten. Gesagt, getan. Und nachdem das so prima funktioniert, empfiehlt Daves Berater auch noch eine börsennotierte Kette von Restaurants und Hotels zu übernehmen, da sich hier Schwarzgeld noch viel leichter anschleusen lässt als bei einer Zuckerfirma. Nach Schätzungen des US-Justizministeriums fließen in den USA jedes Jahr 500 Milliarden Dollar Schwarzgeld in den legalen Finanzverkehr ein. Mindestens die Hälfte davon stammt aus dem Drogenhandel. Dass Dave nach 50 Jahren im Geschäft mit weißen Agrarprodukten die größten Dow Jones Unternehmen kontrolliert, ist deshalb keine Übertreibung. Dank der Illegalität seiner Produkte kann er mit jeder Schiffsladung eine weitaus höhere Profitmarge einfahren als Sam, und gewaschen und eingeschleust in die Bilanzen eines Börsenunternehmens vervielfachen sich diese Profite wie von selbst weiter. Die eigentliche Macht des Narkodollars, so Catherine Austin Fitz, liegt in der Kombination von Drogenhandel und Börse. Zu Hause an ihrer Straßenecke konnten sie folgende Rechnung aufstellen. Gegenüber von meinem Haus in Philadelphia handeln zwei oder drei Teenager mit Drogen. Wir fanden heraus, dass sie mit ihrem Lieferanten einen 50% Deal hatten, jeden Tag etwa 300 Dollar Umsatz machten und 250 Tage im Jahr arbeiten, sodass ihr Lieferant etwa einen Nettoprofit von 100.000 Dollar pro Jahr in sein Fastfood-Restaurant fließen lassen konnte, das zu einem börsennotierten Unternehmen gehört. Angenommen, das Unternehmen hat einen Börsenwert, der 20-fach über dem Jahresgewinn liegt, dann generiert eine Handvoll leseunfähiger Teenager 2 bis 3 Millionen Dollar Aktienwerte für ein Großunternehmen, abgesehen von Provisionen für Banken, Versicherungen und all dem. Dank dieses Schnellkurses in Narkoökonomie können wir jetzt verstehen, was der kleine Heroin-Dealer an der Ecke mit dem Dow Jones und dem DAX zu tun hat und warum seine süchtige Kundschaft für die Börse unverzichtbar ist. Denn was würde passieren, wenn Daves weiße Agrarprodukte morgen legalisiert würden und normal in der Apotheke verkauft? Die Margen seines Importgeschäfts würden auf das von Zucker sinken. Und 250 Milliarden Dollar, 20 Mal aufgepoppt, sind das etwa 5 Billionen Dollar Börsenwert, ging der Wall Street per anno verloren. Welchen Crash schon allein die Ankündigung auslösen würde, können wir uns vorstellen. Danken wir also dem Junkie am nächsten Bahnhof. Er erhält mit seinem erbettelten und geklauten Geld die Aktienkurse am Laufen. Danken wir den Millionenabhängigen aller Welt, die mit ihrem letzten Hemd aufopferungsvoll den Cashflow in Daves Geldmaschine bedienen und den Shareholder Value von Blue Chips hochhalten. Vertrauen wir auf die Selbstkontrolle der Banken und hüten wir uns vor schärferen Gesetzen gegen Geldwäsche und gegen die Graubanken in der Karibik. Vertrauen wir auch den Politikern, die den Krieg gegen Drogen ständig weiter verschärfen wollen. Sie verhindern, dass Daves Profitmargen sinken. Und wundern wir uns nicht, warum der Krieg gegen Drogen gesundheits- und sozialpolitisch kontraproduktiv ist und mehr Elend produziert als verhindert. Denn es geht in diesem Krieg nicht um die Minimierung von Leiden, es geht um die Maximierung von Gewinn. Ein Farmer in Afghanistan bekommt für 10 Kilo Opium 500 Dollar. Weitere 500 bis 1000 kostet es daraus, ein Kilo Heroin zu machen, das im Endverkauf an der Straßenecke 120.000 bis 130.000 Dollar einbringt und 2 Millionen Aktienwert, wenn dieser Betrag in das System der Börse eingebracht wird. So lässt sich dann auch das Mysterium besser verstehen, warum seit dem Einmarsch der USA und der NATO in Afghanistan fast nichts in diesem zerstörten Land wieder in Gang gekommen ist, außer dem Opiumexport. Außer dem Opiumexport, der 2005 um 40%, 2006 um weitere 60% gestiegen ist. 2007 betrug der Zuwachs 17%, 2008 nochmal 19%. There is no business like drug business. Die Narkoökonomie regiert. Und wenn Sie wissen wollen, warum Sie davon noch nichts gehört haben und warum eine vernünftige, schadensmindernde Drogenpolitik nicht durchsetzbar ist, fragen Sie Dave.
So, und hier sehen wir eben ganz schön, was seit 2001, als die Taliban den Opiumanbau runtergebracht hatten, passiert ist. Und es ist, das habe ich noch an einer anderen Stelle, schönes Zitat, finde ich jetzt gerade nicht, erzähle ich, wenn man es Politiker, die auf diese Sache angesprochen werden und sagen, ja, hören Sie mal, das ist vor dem Iran-Contra-Untersuchungsausschuss Ende der 80er Jahre passiert, als aufgeflogen war, dass aus dem Weißen Haus organisiert Kokain und Drogen nach Amerika geschmuggelt wurden und dann von die Contra-Guerilla in Nicaragua finanziert worden ist, und das flog auf und wurde untersucht, und der CIA-Chef wurde zitiert vor eine Kommission und sagte, ja, was, ihm wurden solche Zahlen hier vorgeführt, und dann sagte er, ja, was haben Sie überhaupt? Wir führen da unten Krieg gegen den Kommunismus und wir lassen hier die Drogenabhängigen mitfinanzieren, das Ganze. Also genau dasselbe passiert jetzt auch in Afghanistan und Pakistan. Werden unsere Warlords von diesem Geld finanziert. Der Bruder von Karzai ist einer der größten Opiumhändler, und das Ganze, da gibt es dann zwei Kapitel zu hier im Buch, da will ich jetzt nichts mehr weiter draus lesen, das können Sie alles nachlesen, hat eine Tradition von dem schon erwähnten Chiang Kai-shek, den man in China dieses Opium hat machen lassen, über die ganzen CIA-Kriege in Laos, in Kambodscha, in Vietnam. Sie können eine ganze Linie dort ziehen, und es ist ein, ja, es ist der Motor oder der Antrieb oder die Energie, das Geld, die Kohle für den Krieg, die hier verdient wird. Und die Prohibition macht diese Preise und diese Profite, die Dave, den wir hier in der Geschichte hatten, einkassieren, und deshalb hört sie eben auch nicht auf. Und jetzt nochmal zurück kurz an die Heimatfront und an einen zweiten, weiteren Aspekt, das ist auch ein weiteres Kapitel. Marihuana lebenslänglich im Gefängnis, weil das war ihre Straftat. Die hatten schon mal eine Schlägerei und schon mal ein Auto geklaut und sitzen jetzt forever. Da geht es auch in einem Kapitel darum, wie die Knastindustrie in den USA entstanden ist. Und hier bei uns in Deutschland gibt es jetzt auch die ersten zwei privaten Versuchsknäste. Und das ist ja auch so ein Trend in der neoliberalen Privatisierungspolitik, denn am liebsten auch noch die Gefängnisse zu privatisieren. In den USA hat das zur Folge, dass zum Beispiel die Association of Prison Guards, also die Knastwärter-Gewerkschaft, mittlerweile eine der mächtigsten Lobbygruppen ist und für beide Präsidenten Millionenbeträge spendet. Für beide Parteien immer, weil egal wer drankommt, die Drogengesetze sollen so bleiben, damit die privaten Knäste gut weiterlaufen.
das ist ein weiteres Kapitel. Und das Ganze beruht natürlich auf ein Geschäft. Wir haben jetzt die geschäftliche Seite kurz erörtert. Es beruht auf Willkür. Und diese Willkür ist die Gefährlichkeit von Drogen. Wir haben hier eine Grafik, die Ihnen zeigt, wie viel einer wirksamen Dosis Sie nehmen müssen, um an dieser Substanz zu sterben. Und da sehen Sie Heroin, da reicht die fünffache Überdosis, um Sie zu töten. Muskatnuss, in jedem Gewürzregal, auch keine ungefährliche Droge, da reicht die siebenfache und Sie sind auch schon tot. Ja? Stechapfel wächst auch überall, auch eine hochgefährliche Substanz. Und dann geht das dann so weiter und dann sehen wir hinten meine Lieblingsdrogen, da kann man die tausendfache Menge nehmen und passieren keine tödlichen Unfälle damit. Hustensaft hier, Dextrotropan, das ist in jedem Hustensaft drin. Es sind hier, also das einfach mal, das haben wir auch als Grafik im Buch, um das mal zu zeigen. Und was ich dazu erzählen will, hier gibt es noch eine zweite Grafik. In England hat im letzten Jahr der Drogenbeauftragte der britischen Regierung, Professor David Nutt, eine langjährige Untersuchung mit allen Cambridge- und Oxford-Spezialisten, die er auftun konnte. Sie wollten einen Gefährlichkeitsindex der Drogen erstellen, der nicht nur den in dem vorherigen Schaubild gezeigten tödlichen, also gesundheitlichen Impact bemisst, sondern auch soziale Schäden und so weiter und so weiter. So haben diese ordentlichen Royal Society Wissenschaftler das jahrelang erforscht und kamen dann auf diesen Index, nachdem also Heroin da das auch anführt und Kokain, weil das sehr starke suchterzeugende Substanzen sind, und dann geht es so runter dann hat dieser Professor David Nutt, als diese wirklich sorgfältige, wissenschaftliche, validierte Studie erschienen war, die vorgestellt und hat einen Vortrag gehalten, auch an der Uni in London, und weil Ecstasy zum Beispiel hier unten so unter ferner Liefen auftaucht, was die Gefährlichkeit angeht, hat er gesagt, ja, Ecstasy ist ungefährlicher als Equacy. Es kommen in England, hat er gesagt, fünfmal so viele Teenager jedes Jahr durch Reiten um, als durch diese Droge. Und sie kämen doch auch nicht auf die Idee, jetzt den Kindern das Reiten zu verbieten, nur weil die vom Pferd fallen ab und zu mal. Und Ecstasy ist sehr viel ungefährlicher als Equacy. Und das hat der Professor gar nicht mal in einer öffentlichen Veranstaltung, sondern in irgendeiner Vorlesung. Und ein Student hat mitgeschrieben und hat es gemeldet. Und zwei Tage später wurde er entlassen. Die Studie wurde auch schnell wieder, er sollte das nicht weiter publizieren. Und der britische Innenminister hat gesagt, ja, das sei doch, das würde doch den Kampf gegen Drogen aufweichen. Die Wissenschaft hat nur dafür plädiert, dass, verdammt nochmal, wir unsere Kontrollen und unsere Regeln und unsere Gesetze wirklich nach der Gefährlichkeit und nicht nach einer Willkür, die uralt ist, weitermachen. Er wurde entlassen. Und das ist ein Kapitel hier im Buch, wo es dann nochmal um die Tabus geht, die ich in der ersten kleinen Lesung angesprochen habe, das schon schon zu Moses Zeiten sozusagen die Drogen diskriminiert wurden, die Bewusstseinsverändernden, die Geschichte vom goldenen Kalb erzähle ich da nochmal, in dem es nicht um das Gold geht. Das Kalb ist Hathor, die ägyptische Göttin der Ekstase, und zu deren Ritual wurden Pilze genommen. Und als Moses mal eine Weile weg war aus dem Lager, sich die Tafeln holen, wollten die Leute wieder ihre alte Ritualparty feiern und haben dieses Kalb, was nichts mit Gold und materiell zu tun hat, das ist Hathor, die Göttin, die kennt ihr auch, die hat die Hörner und trägt die Sonne,
wird jetzt wahrscheinlich in Ägypten bald, toi toi toi, auch wieder gefeiert. Das wurde verboten und so setzt diese Dämonisierung ein. Und ein Kapitel, nach diesem Kapitel wird dann eben auch nochmal über die Tendenzwissenschaft und die Tabupolitik von heute gesprochen und die Einseitigkeit, in der die Medien über Drogen berichten. Da gibt es eine schöne wissenschaftliche Studie auch zu aus Schottland. Dort hat ein Doktorand 10 Jahre lang von den 90er Jahren untersucht, und zwar die Todesfälle, die in der öffentlichen Statistik durch bestimmte Drogen genannt werden, und die Medienberichterstattung darüber. Und er fand dann zum Beispiel, dass durch Paracetamol, haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, wenn Sie ja nicht kaufen, jedes Jahr in den 10 Jahren in Schottland 265 Leute zu Tode gekommen sind, die das überdosiert haben und krepiert sind an Paracetamol. Darüber gab es einen Zeitungsbericht. Auf Ecstasy und Kombination wurde in den offiziellen Todesberichten 27 Fälle in den 10 Jahren registriert, und dazu gab es 28 Zeitungsberichte. Also die Liste ist noch länger. Aspirin gehen auch jedes Jahr, sterben hier in Deutschland 50 Leute an Aspirin. Da lesen Sie auch nichts von in der Zeitung. Also die Wahrnehmung der Medien, die ist eben auch äußerst einseitig, und das kann man sehr gut zeigen. So, und dann haben wir hier noch, das ist glaube ich jetzt das letzte, ja, aus dem Buch, mal aufgelistet, was hier in Deutschland eigentlich so abgeht in Sachen Drogengesetze. Und hier sehen Sie die, in der oberen Kurve die Betäubungsmitteldelikte insgesamt, und in der unteren, wie viel sind da von Cannabis. Daran sehen Sie schon, nach wie vor ist die Drogenverfolgung vor allen Dingen das Jagen von kleinen Kiffern. Von diesen 136.000 Fällen da im Jahr 2008 betreffen auch, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber über 80% einen Konsum. Das macht hier die Statistik und beschäftigt unsere Polizei. Den Höhepunkt mit 281.000 Verfahren hat damals unsere großartige rot-grüne Regierung erreicht. Die haben im Übrigen, die kamen ja 98, 97 dran, da können Sie mal gucken, wie das hochgeht unter Rot-Grün. Die grüne Gesundheitsministerin Andrea Fischer hat ja dann auch als erste Amtshandlung die Hanfsamen verboten. Bis 98 konnte man noch Hanfsamen in Deutschland frei handeln. Frau Fischer hat das dann verboten, und Joschka hat es als Realpolitik verkauft, und sie haben 283.000 Strafverfahren wegen Drogen eingeleitet. Das ist dann jetzt unter Angela Merkel, toi toi toi, hat sich das etwas entspannt. Daran sehen Sie auch schon, dass also mit links, rechts und rot-schwarz in der Drogenpolitik auch nicht unbedingt zu handeln ist. An diesen Zahlen sehen wir aber, irgendwo haben wir auch noch die Zahl im Buch, was das alles an Millionen kostet. Sie können sich vorstellen, es sind 293.000 Strafverfahren, 39.000 Strafverfahren. Selbst wenn die eingestellt werden an irgendeinem Punkt, das ist irre. Und das Ganze hat ja nicht das Ergebnis, dass weniger gekifft wird, weniger getrunken wird. Also ist völlig absurd. Und meine These ist, dass wir, und das lese ich dann vielleicht nochmal kurz vor, am Schluss, wie könnte das aussehen hier, wenn wir die Drogen legalisieren. Klar sollte geworden sein, dass es nicht funktioniert, sie zu verbieten. Ja, aber wir müssen doch irgendwie anders damit umgehen. Und ich habe das jetzt am Ende des Buchs, habe ich mal einen kühlen Blick in die Zukunft geworfen. Und der Grund, das funktioniert nicht. Deshalb werfen wir also einen kühlen Blick in die Fachgeschäfte der Zukunft.
die in den Fußgängerzonen der Republik für die Beratung und den Verkauf der Drogen zuständig sein werden. Dank der nach dem Ende der Prohibition eingesparten Milliarden, die von der öffentlichen Hand unter anderem in umfassende Aufklärungs- und Erziehungsprogramme investiert werden, wundert sich schon seit Jahren eigentlich niemand mehr über die in den Städten dicht gestreuten, unauffälligen Läden und die über Land verteilten Drogenstützpunkte. Neben der Beratung und dem Verkauf durch ausgebildete Fachverkäufer steht den Kunden ein angeschlossener psychologischer und medizinischer Beratungsdienst zur Verfügung, der ebenso wie die Kurse zum nicht-pharmakologischen Enhancement, Meditation, Musik, Yoga, Sport, Spiel, Spannung, von den Kommunen und Krankenkassen finanziert wird. In großen Drogenkaufhäusern wie dem in Berlin-Mitte ist das gesamte Erdgeschoss diesen Informations- und Beratungsdiensten gewidmet, den einzigen Angeboten des Hauses, für die mit üblichen Mitteln geworben werden darf. Ansonsten, bei Drogenfreigabe und Werbung geht nicht, habe ich vorher schon ventiliert, dass zu einer Legalisierung Werbeverbot gehört. Nur für das nicht pharmakologische Enhancement darf geworben werden. Ansonsten reagiert neben einer freundlichen Atmosphäre in allen Abteilungen der nüchterne Beipackzettel, der jeder Verkaufseinheit beiliegt, sowie kompetente und freundliche Fachverkäufer, die über Wirkungen, Nebenwirkungen, Safer Use und Schadensminimierung ausführlich Auskunft geben werden. Die Verkäufer werden nicht nach Umsatz bezahlt und stehen, wie die Drogenfachgeschäfte insgesamt, nicht unter dem Diktat der Gewinnmaximierung. Im Gegenteil, wird ihnen bei Umsatzrückgängen ein Bonus ausgezahlt. Denn das Ziel dieser Fachgeschäfte ist nicht, den Konsum zu fördern, sondern den existierenden Konsum in risikoarme, sozialverträgliche Bahnen zu lenken. Die hier verkauften Drogen sind nicht verunreinigt, die Informationen auf jeder Packung ermöglichen eine korrekte Dosierung und reduzieren so mögliche Gesundheitsschäden auf ein Minimum. Der Verkauf ist zudem auf bestimmte Maximalmengen pro Tag beschränkt und wird auf einer Kundenkarte registriert. Da habe ich schon Proteste gekriegt, das sei zu viel Kontrolle. Ja. Aber das machen wir mal. Ja. Wird auf einer Kundenkarte registriert. Wenn die registrierten Mengen auf einen problematischen Konsum schließen lassen, werden die Kunden zu einem Beratungsgespräch gebeten und erhalten konkrete Angebote zur medizinischen und therapeutischen Betreuung. Die Cannabis-Abteilung im ersten Stock des Kaufhauses verkauft importiertes Fairtrade-Haschisch aus marokkanischen, libanesischen und afghanischen Landwirtschaftskooperativen und eine große Auswahl Hanfblüten aus heimischem Bioanbau. Der Gehalt von THC, CBD und anderen Cannabinoiden ist bei der jeweiligen Sorte angegeben. Um den Schäden des Rauchens in der Mischung mit Tabak vorzubeugen, werden den Hanfkunden preisgünstige Vaporizer angeboten. Die kleinen Verdampfer im Handyformat heizen den Hanf auf 190 Grad. Inhaliert werden nur die Aromastoffe und Cannabinoide, aber kein Rauch. Auf zwei Etagen weiter oben, in der Abteilung für Stimulantien, stehen die kleinen Apparate auch hoch im Kurs, seit Kunden, die nach Amphetaminen verlangen, als milde Alternative die Inhalation von Nährträubeln, Ephedra, entdeckt haben. Auch der aus Blättern der Pflanze hergestellte ephedrinhaltige Mormonentee erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Ein ähnlicher Trend ist bei den Kokainkonsumenten zu beobachten, die zunehmend auf die natürlichen Produkte aus Coca-Blättern zurückgreifen und den konzentrierten Alkaloid-Turbo nur noch gelegentlich verwenden. Auch der wiedererhältliche Vin Mariani und die nach dem Original-Coca-Cola-Rezept mit einem leichten Kokaingehalt gebrauten Softdrinks haben dazu geführt, dass viele vormalige Kokser jetzt hier zugreifen und auf das Schnupfen verzichten. Einen vergleichbaren Effekt hatte auf die Heroinkonsumenten die in den Drogenfachgeschäften nunmehr erhältliche große Auswahl mildere Alternativen wie Rauchopium, Laudanum und andere opiumhaltige Zubereitungen, während unproblematische Verfügbarkeit viele injizierende Abhängige den problemlosen Abschied von der Spritze ermöglicht haben. Da zurückgehende Umsätze vor allen Dingen bei den schnell zur Gewöhnung führenden Drogen wie Heroin und Kokain mit Bonuszahlungen belohnt werden, sind die Fachberater motiviert, ihre Kunden auf leichte, weniger riskante Alternativen aufmerksam zu machen.
in der großen Alkoholabteilung im Untergeschoss des Kaufhauses mit langfristigen Dauerkunden zum Beispiel der Umstieg auf weniger gesundheitsschädliche Cannabisprodukte schmackhaft gemacht. Der oberste Stock des Drogenkaufhauses in Berlin-Mitte wird nicht nur wegen seines gläsernen Halbrundes der Dachkuppel-Tempel genannt, denn hier geht es um die entheogenen Drogen, die Pflanzen der Götter, deren Ächtung durch das monotheistische Patriarchat einst den Beginn des Drogenkriegs markierte. Anders als in allen anderen Abteilungen des Fachgeschäfts, wo erwachsene Erstkonsumenten nach einem Beratungsgespräch die Droge ihrer Wahl sofort kaufen können, müssen sie hier an einem Einführungskurs teilnehmen. Wie bei den Mysterien von Eleusis, deren Teilnehmer sich einer mehrwöchigen Vorbereitung unterziehen mussten, werden die Initianten auch heute auf die überwältigenden, möglicherweise mystischen Erfahrungen vorbereitet, die eine Sitzung mit LSD, Psilocybin oder Ayahuasca mit sich bringen kann. Sie werden über die Bedeutung von Set und Setting für eine solche innere Reise informiert, die psychische Befindlichkeit der eigenen Person, eine geeignete Umgebung sowie erfahrene, liebevolle Begleitung und über alles, was für die Navigation im Weltraum der Seele wichtig ist. So ausgestattet werden Sie zum Abschluss dieses Führerscheinkurses auf die verschiedenen Möglichkeiten verwiesen, die erste Erfahrung in einer Zeremonie mit anderen zu teilen. Trotz Protesten der etablierten Kirche gegen diese neognostischen Verwirrungen sind die Behörden dazu übergegangen, öffentliche Räume für die immer größeren Zulauf findenden Einweihungsrituale zur Verfügung zu stellen, denen sich am Tag der Demeter zur Herbstsonnenwende mehrtägige Open-Air-Partys anschließen. Naja, in diesem Sinne könnte ich mir vorstellen, dass das in Zukunft aussehen könnte, wenn man eine vernünftige Politik durchsetzt. Ich muss gestehen, ich bin pessimistisch, was das betrifft. Ich befürchte, wir müssen noch länger mit den Herren da oben auf dem Bild mit Gewalt und Drogenkrieg leben. Aber ich habe das hier nochmal versucht in dem Buch zusammenzuschreiben, warum das der reine Wahnsinn ist und warum man lieber heute als morgen beginnen sollte, in die Richtung, wie am Schluss jetzt hier dieses Kaufhaus beschrieben worden ist, zu denken. Und jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Haben wir denn was da? nee. Alkohol ist da, ja. Ansonsten nur das übliche Bereiches Alkohol. Wir können auch Schluss machen, aber ich beantworte auch noch ein paar Fragen, falls Sie welche haben. Wenn nicht. Vielleicht ein Hinweis. David Nutt hast du ja genannt. Ja. Es war ich darauf hinzuweisen, David Nutt hat mit einer erweiterten Gruppe seine Studie überarbeitet aufgrund der Kritik. Alkohol ist jetzt zur gefährlichsten Droge, noch vor Heroin. Und es hat sich also gezeigt, dass zum Beispiel Mephedron oder Ecstasy um den Faktor 5 bis 10 weniger gefährlich ist als Alkohol. Es haben ja 7 Mitglieder der englischen Regierungskommission als Protest diese Kommission verlassen. Mephedron, das ist ein Ecstasy-ähnlicher Stoff, ist ja verboten worden. Deutschland ist ja da federführend im Verbieten. Die EU-Kommission empfiehlt jetzt den restlichen EU-Staaten ein Verbot, obwohl die Wissenschaft ganz klar gezeigt hat, weitaus weniger gefährlich. Politik und Wissenschaft stehen immer offensichtlicher im Widerspruch zueinander. Das Ecstasy, richtig Ecstasy gibt es gar nicht mehr zu kaufen, sondern sie verkaufen den Kids und den Jugendlichen im Bergheim oder wo auch immer Ecstasy, wo gar kein Ecstasy drin ist, sondern Wertstoffe, die wirklich schädlich sind. Ja. Unreparabel. Und das regt mich auf. Ja. Mich regt vieles auf, aber das regt mich besonders auf. Ja. Ja, dann müssen wir das aktualisieren. Der Krieg in Mexiko. Ja. Das sind 8000 Tote jeden Monat. Und 30 Kilometer entfernt hat Schwarzenegger
Marihuana legalisiert. Legalisiert. Und ja. 50 Kilometer werden Milliarden ausgegeben, um da zu bespritzen, die Felder, wo natürlich auch Mais und andere ja. Lebensmittel in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja, ja, ja. So, jetzt habe ich mich mal ausgesprochen. Das geht ja auch. Mexiko habe ich natürlich hier auch erwähnt. Kalifornien, was du angesprochen hast, da sind ja jetzt wieder so Verhältnisse wie in den 70er Jahren. Also Marihuana kriegt maximal ein Parkticket, $100 bis eine Unze. Also da kann man jetzt halbwegs vernünftig... Das ist doch toll. Naja. In Oakland sind ganz tolle Kliniken wie Kempinski. Ja. Und da musst du den Führerschein zeigen, sonst kriegst du keinen. Marianne. Ja. Hier wirst du den Führerschein abgenommen, dass man wenn du keinen Alkohol trinkst. Ich reg mich da so auf, ich muss jetzt. Ja. Nein, zu Afghanistan, das ist absurd, weil die Bundeswehr, die dorthin geschickt wurde, die hat den ausdrücklichen Befehl, die Opium- und Heroinproduktion zu bewachen, nicht zu eliminieren. Also, weil unsere Partner, der General Dostum, dieser usbekische Warlord, der lebt vom Heroinschiff, der ist mit uns alliiert da gegen die Taliban. Und das ist sein Business und unsere Bundeswehrsoldaten dürfen explizit nicht an die Opiumfelder ran und auch nicht an die Heroinfabriken ran. Also das ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie, das ist Fakt. Und das ist diese absurde Lage, dass das Drogengeschäft seit 50 Jahren im Prinzip, also schon in Laos, schon in Kambodscha, schon in Vietnam und jetzt in Afghanistan verwendet wird und missbraucht wird sozusagen, um Kriege zu finanzieren. Und daran hat sich nichts geändert. Und mein einfacher Vorschlag ist, lass uns die Prohibition abschaffen, lass uns die Drogen legalisiert verkaufen, dann ist diese Gewinnmarge weg. Und da sagt uns dann aber wahrscheinlich der Außenminister, das geht nicht. Der ganze Westen zusammen, dann bricht die Weltwirtschaft zusammen, also Ende der Diskussion. Ja. Und deshalb bin ich ja auch pessimistisch. Ja? Genau, ich habe es nicht genau verstanden, genau diese Sache, was du eben erklärt hast. Also, das hat jetzt genau, wie hängt die Wertschöpfung bei Marihuana und also bei Cannabis, Anbau, Produktion, Verkauf mit der Börse zusammen? Ich habe es nicht verstanden. Mit was zusammen? Mit der Börse. Naja, das ja, das, ja. Weil du hast eben auch den Chart gezeigt, das Chart gezeigt, wo man gesehen hat, dass seit 1998 eben als wir Grün drankam, geht es steil bergauf mit den Jahren von oben. Da wollte ich nochmal fragen, was hat die Bundesregierung genau mit, weil ich dachte immer, das wäre Ländersache und Länderregeln mit Verfolgung und nee, das BTMG ist ein Bundesgesetz, es gibt keine Länder-Drogengesetze, sondern nur Bundesgesetze. Und die rot-grüne Regierung hat das Betäubungsmittelgesetz verschärft. Und das ein Ergebnis war, dass Hanfsamen verboten wurden. Und da die Andrea Fischer, die damalige Gesundheitsministerin, hier im Haus gearbeitet hat, ich kenne die, die war in unserer Korrekturabteilung, die hat hier meine Artikelkorrektur gelesen, wurde da Ministerin, also man kann was werden hier bei der Taz. Ja. Ich hatte da auch Erfahrung mit dem Samen gehabt. Und nein, das Ganze, ich habe mich natürlich damals maßlos erregt und hier Ströbele und alle möglichen Grünen, die ich kenne, irgendwie angehauen. Und dann wurde mir das erklärt, wie das zustande gekommen ist. Und zwar hat die CSU damals, die sind nach wie vor die Hardliner und verbieten, die wollten die Strafen auch für Cannabis und für alles andere verschärfen. Und die SPD und Rot-Grün hatten vor, zumindest im Knast, die Lage zu entspannen, weil im Knast, das wissen Sie ja auch alle, wenn Sie nirgendwo Drogen kriegen, im Knast kriegen Sie sie bestimmt,
dass da Spritzen verteilt werden können, dass die Leute zumindest saubere Spritzen bekommen. Und das wollte die SPD durchsetzen. Und dann hat die CSU gesagt, naja gut, wenn wir zustimmen bei den sauberen Spritzen, dann müsst ihr aber die Hanfsamen verbieten. Und so ein fauler Deal hat dann dazu geführt, dass also eine ganz starke Zuwachs an Verfolgung von Cannabis-Taten ab 98 erfolgt ist. Und ja, das ist die grüne Regierung gewesen oder die grüne Gesundheitsministerin. Und weil ich ja so ein alter Grüner im Prinzip war, habe ich die seitdem auch nicht mehr gewählt. Das sind die aber sehr traurig. Sag mal, die Bundesregierung hat doch als Schmerzmittel das jetzt zugelassen. Und ja, was mich da aber auch aufregt, ich kann mich gar nicht genug aufregen, ist, dass es ja nur das synthetisch hergestellt wird. Ja. Also das kann mich so aufregen. Ja. Ich hab eine Schmerzverwaltung. Ja. Ich habe 24 Stunden Phantomschmerzen und habe sie nicht mehr seit... Ja. Habe sie einfach nicht. Ja. Also habe schon ein bisschen, aber eben gemäßigt. Ja. Auch, dass ich ruhig bleibe ein bisschen. Ist es also eine Medizin, in der Charité werden, glaube ich, 350 Patienten behandelt, aber nur mit dem teuren, das kostet, glaube ich, 6.000 Euro. Nee, es kostet, ich habe unlängst Kilo? Für eine... Kilo? Achso, das Kilo, ja. Ich habe unlängst ein Fläschchen besorgt für eine krebskranke Bekannte, die eben Chemotherapie gekriegt hat und mit der Übelkeit zu kämpfen hat. Und es gibt ja nichts Besseres gegen Übelkeit als denn so ein paar Tröpfchen oder so. Oder halt, wenn man es raucht, dann halt zu rauchen. Aber warum darf ich das? Und es kostet 140 Euro so eine Flasche. Und da ist so viel drin wie in 10 Euro Hasch. Ja, aber Bio darf ich nicht nehmen in dem Fall. Nee. Überall darf ich Bio. Bio ist verboten. Bio ist verboten. Du musst das Synthetische, also das ist nicht Synthet, das wird schon auch aus Hanf hergestellt, aus Cannabis, aber das pharmakologisch hergestellte Dronabinol, so ist der Markenname, musst du kaufen und für das teures Geld. Und du könntest das für einen Apfel, für ein Ei auf deinem Balkon wachsen. Ja. Kann denn Johnny Eisenberg, der Rechtsanwalt, nichts machen dagegen? Ja, der kann auch, selbst der beste Rechtsanwalt der Stadt, nichts machen. Ja. Ja, ja, ich habe mehrere Anfragen zuerst, aber möchte ich noch eine Frage erklären. Mit der Geldwäsche. Das Prinzip oder die Argumentation von dem ist so, dass man sagt, okay, also der Aktienkurs eines Unternehmens ist ein Vielfaches des Gewinns. Wenn ich jetzt mein Schwarzgeld, was ich mit der Drogen, mit dem Verkauf oder mit anderen Drogen erwirtschaftet habe, in eine Firma stecke und das als Gewinn bezeichne, was ich zwar nicht mit ihrer normalen Geschäftstätigkeit erarbeitet habe, aber ich eben mein Schwarzgeld dann in die Firma stecke und sage, okay, die haben jetzt wahrscheinlich eine Million mehr Gewinn gemacht. Ist zwar gelogen, ist aber steuerlich oder physiotherapisch so ausgewiesen. Dann, so die Argumentation, steigt dann auch entsprechend der Aktienkurs. Und wenn ich jetzt Aktien dieses Unternehmens habe, was implizit in der Argumentation drinsteckt, dann habe ich eben auch meinen Gewinn gesteigert, wenn der Börsenkurs entsprechend. Der Faktor, das ist früher korrekt, ist ungefähr 20 Jahre Schluss, mit Teil des 20 Jahre Schluss. Obwohl die größeren Mittel sind. Was nochmal? Ich muss doch den Gewinn wieder zustande gekommen ist. Sie sagen, das kann ich einfach so, das ist eben nur. Oh naja, damit kreativ. Also, wenn Sie ein Restaurant haben und sagen, ich habe heute Abend 2000 Umsatz gemacht, in Wirklichkeit waren es nur 200. Das, und in ihre, sie legen ihren 1800 Euro Schwarzgeld mit in die Kasse und schon ist das Geld gewaschen. Deshalb haben ja so viele Gangster Kneipen oder ja, Restaurants, die wir hier kontrollieren. Also wo ein Dübel eingebüscht ist, gilt auch hier. Und Arthur Anderson habe ich ja erwähnt, Wirtschaftsprüfer, das sind doch alles Verbrecher. Die haben für Enron immer den Milliardenbereich da zertifiziert und testiert und Gott weiß was gemacht, ja, 100.000 Leute um ihre Pensionen betrogen oder beraubt damit. Also das für die Buchhalter ist das kein Problem, das Schwarzgeld unterzubringen. Ja. Und, aber Sie hatten auch noch eine Frage. Ja, mehrere. Also einmal, was mir ein bisschen sehr merkwürdig aufgestoßen ist, das ist diese Grafik mit den
mit den Häftlingszahlen pro 100.000 Einwohner und dem Kommentar, dass dort in den USA, wo das Gefängniswesen privatisiert worden wäre, auch mit den höchsten Häftlingszahlen. Ja, genau, diese Daten. Also nach meinem Verständnis steckt da implizit drin, oder der Vorwurf drin, dass die amerikanische Justiz korrupt ist. Weil es sind ja nicht die Gefängnisbetreiber, die Leute in den Knast stecken, sondern es sind die Gerichte, die Leute in den Knast stecken. Ja. Und wenn du jetzt argumentierst, das ist wegen der privatisierten Gefängnisse, dann kann das ja nur so funktionieren, dass mit dem Gewinn aus dem Betrieb der Gefängnisse die Richter gespielt werden. Nicht die Richter, die Politiker, die Politiker. Und die machen die Gesetze, nicht die Richter. Die Richter, der Bill Clinton hat als erste Amtshandlung eingeführt, die sogenannte Omnibus Crime Bill, hat nichts mit Omnibussen zu tun. Das war eine mandatorische Haftstrafe bei Drogendelikten. Das heißt, nichts mehr mit Bewährung. Das hat Clinton eingeführt. In der Ära Clinton sind so viele Käste in den USA entstanden und gebaut worden, wie noch bei keinem anderen Präsidenten vorher. Das wird hier auch kurz erwähnt, wer dahinter steckt und wer die Firmen waren, die da profitiert haben. Und kaum ist Clinton, die kommen nämlich auch alle da aus Arkansas und aus seinem Amigo-Kreis, und kaum ist er dran, macht er dieses neue Gesetz, und das führt zu einem riesigen Boom an Drogenhäftlingen. Also die haben seitdem stark zugenommen. Das meine ich mit der Zahl. Seit 1980, ist es schon losmarschiert, und unter Clinton hat es dann richtig Dynamik gekriegt. Und jetzt hat Schwarzenegger aus der Not, weil auch die privaten Knäste da nicht mehr ausreichen, eben diese Entkriminalisierung von Cannabis zumindest gemacht, weil das einfach auch nicht mehr weitergeht. Ja, und Steuereinnahmen. Und Steuereinnahmen, na gut, das hat er ja noch nicht gemacht. Er hat erstmal nur entkriminalisiert. Legal ist es immer noch nicht, nur wird es eben nicht mehr so rigide bestraft. Und die Zahnsteuer in Kalifornien. Für Medical Marihuana, ja. Medical ist ja schon seit 96 erlaubt. Du brauchst vom Arzt eine Bescheinigung. Und dann darfst du anbauen, beziehungsweise kannst jemand für dich anbauen lassen und darfst dann da beziehen. Und das ist auch, da ist dann auch Steuer drauf. Aber als Privat, das war ja jetzt eine Volksabstimmung unlängst in Kalifornien, die ist ja knapp verloren gegangen. Und deshalb ist es nach wie vor illegal, es sei denn für medizinische Zwecke. Ja, auch zu merken ist, dass in den USA die Richter sind auch selbst Politiker, auch so war das. Das sind ja lokale Landes- und manchmal Sie müssen sich ja auch zur Wahl stellen, da die Staatsanwälte kandidieren sozusagen. Das ist ein anderes System als bei uns. Ja. Deswegen so ein Wettbewerb zwischen scharfen Regeln und Schatten. Also eine Trennung zwischen Jurisdiktion und die Richter müssen zum Beispiel gewählt werden, aber die Richter werden auch Ja, die sind Politiker deswegen, weil die müssen sich im Wahlkampf einbringen. Die müssen sich so darstellen aus Fahrt. Wo kommt eigentlich das Wort Haschisch her? Ja. Das hast du mal erwähnt mit dem gelben Buch. Ja. Aber ich habe es vergessen. Aber ich habe es auch wieder vergessen. Ja, ich finde, aber also jetzt eine Frage zum Drogenthema. Ja. Also erstmal vorab, ich rede nicht von Cannabis, da bin ich sicher 100% deiner Meinung. Und da ist die Legalisierung. Ja. Und so, nur, wenn ich mir mal, weil es ja jetzt letztendlich um Drogenkrieg geht und ein Zentrum oder ein Brennpunkt des Drogenkriegs ist Zentralamerika. Ja. Willst du sagen, dass man das auch dort die ganze Sache legalisieren müsste? Ja, und da zuallererst, da ist es doch eine Tradition. Ja, weil ich meine, dein Szenario mit dem Kaufhaus in Berlin-Mitte, das ist zwar alles ganz schön, nur. Das funktioniert, das basiert ja sehr stark auf einer sozialen Infrastruktur mit Beratungsfunktionen, Erklärungen, mit Einweisungen, Kursen und so weiter, was ja in diesen mittelamerikanischen Gesellschaften, die ja auf oder knapp über Entwicklungshilfe Entwicklungsniveau ist, ist überhaupt nicht darstellbar. Und ich meine, die Abhängigkeit von Kokain oder von Heroin wird ja nicht
bestritten. Also ich frage mich, schaut da euch abhängig machen, dass die Drogen in solchen Gesellschaften anstellen. Weil das Verbot nichts hilft. Also es ist ganz simpel. Ja, wenn es so wäre, dass wir es mit dem Verbot bekämpfen könnten, dann wäre es ja in Ordnung, aber dem ist ja nicht so. Und gerade in diesen Ländern, der Morales, der Präsident von Bolivien, der wollte unlängst, hier war er bei der EU-Kommission und hat dafür plädiert, dass sein Land Coca-Blätter exportieren darf. Wir könnten hier wunderbar Coca-Tee und das alles verkaufen. Kokain ist doch sozusagen... Ja, aber Coca-Blätter und Kokain, der hat ja wirklich miteinander zu tun. Ja, trotzdem. Aber wenn du genug Coca-Tee trinkst, tönt das auch ein bisschen. Ja, das ist natürlich... Habe ich andere Erfahrungen. und also, ich plädiere ja nicht für die Legalisierung, weil... ich plädiere dafür, weil das Verbot nicht funktioniert und wir haben es 100 Jahre jetzt probiert. Es hat dramatische Nebenwirkungen und Schäden. Hier in Mexiko, wir sehen sie gerade, du hast schon angesprochen, die Todesrate da in den Provinzen. In Mexiko sitzen 50% aller Knackis wegen Drogen. Das sind die Transitländer. In Thailand genauso. Da wird gar nicht so viel angebaut. Da werden arme Schweine für den Transit missbraucht. Und dann in die Kneste. In Amerika, die Privatkneste, da ist es auch so, da habe ich auch kurz einen Abschnitt oder ein Kapitelchen zu, dass die Leute im Knast arbeiten. Das Knastarbeit, die kriegen irgendwie 50 Cent die Stunde und so weiter, dass das auch ein boomendes Geschäft ist. Und da sind ganze Callcenter in Knästen mittlerweile. Da müssen die den ganzen Tag labern und kriegen irgendwie 50 Cent die Stunde. Machen das, weil sie lebenslänglich oder irgendwas haben, um wenigstens irgendwas zu tun. Und das ist so die Ausgeburt sozusagen des neoliberalen Gedankens der Privatisierung, dass man auch die Knäste privatisiert und da dann eben sozusagen die Sklavenarbeit dann auf einem anderen Niveau wieder legalisiert. Aber ja. Frage zur Liberalisierung, gehst du in deinem Buch auch auf die merkwürdige Rückschritte der Entwicklung in den Niederlanden ein, zum Beispiel, oder meinetwegen auch Belgien? Denn da war ja doch mal die Offenheit relativ groß in Europa. Ja. Und das ist ja jetzt auch wieder vorbei. Ja, so richtig nicht. Ich meine, es ist so, man muss es sehen, ich habe auch das hier kurz erwähnt, Holland kommt auch vor, dass die, und ich habe auch mit holländischen Kollegen und Leuten gesprochen in der Vergangenheit, ist es tatsächlich so, dass egal in welchem Land, wenn ein Liberalisierungsschritt unternommen wird. Ich habe das in der Schweiz mitgekriegt, 2004, als da auch eine Pro-Hanf-Abstimmung stattfand. Da werden aber sofort alle diplomatischen Hebel von Seiten der USA, die wirklich massiv dieses Drogentabu hochhalten und dann auch so kleine Scheißländer wie die Schweiz unter Druck setzen. Ich habe da, weil man kennt ja dann da ein paar Leute, mit Politikern, die haben uns das erzählt, wie sie irgendwie bombardiert wurden in den Tagen vor der Abstimmung und so. Da wird wirklich, und in Holland ging es genauso. In Holland sind jetzt einige Coffeeshops geschlossen worden, weil wegen dem ganzen Tourismus da, die sind irgendwie am Wochenende, sie hängt da halb NRW. Die lernen jetzt alle holländisch, weil das Gesetz ist so, man muss darfst kein Asturi, darfst du nicht mehr, jetzt musst du. Ja. Und jetzt gehen die alle in den holländischen Kurs und ziehen Holzschuhe an und dann spricht ihr holländisch. Ja. Ich habe eine Frage zu Ihrer Legalisierungsszenario. Es ist zu erwarten, dass vor einer gewissen Zeit man konnte eine Transitionsperiode erwarten, wo es die Gewalt steigen würde, wenn Drogen legalisiert werden. Nein, es gibt ein gutes Beispiel, das habe ich auch vergessen. Bevor die jetzt in der Gesellschaft, ja, Legalkonsum von Drogen in der gesellschaftlichen Norm Es gibt ein wunderbares Beispiel, was auch kaum bekannt ist, auch nicht kommuniziert wird, weil es eben nicht in diese Politik passt. Und wir können es ja mal hier gerade, wir hatten gerade schon Holland. Es gibt ein Land, wo seit 10 Jahren eine Entkriminalisierung, das heißt jetzt nicht Legalisierung, ja, man darf es nicht frei, aber es gibt keine Gefängnisstrafen mehr, kein Knast und keine Geldstrafe. Seit 10 Jahren gibt es dieses Land mit hervorragenden Erfahrungen in dieser Politik.
Es weiß niemand, ne? Wissen Sie, was ich meine? Nee, weiß niemand, weil es nicht kommt. Du weißt es ja, du hast ja auch mitgemacht, ja. Das ist Portugal, ja. In Portugal ist seit 2001 sämtlicher Drogenkonsum entkriminalisiert. Warum? Weil in Lissabon das dramatische Verhältnisse, man konnte, also da war alles nur noch voll Junkies und die ganze Innenstadt, man konnte da kaum noch langlaufen, ohne beklaut oder angefackert zu werden. Und dann haben die Anfang des Jahrtausends gesagt, so, da muss jetzt Schluss mit sein und haben es geändert, das Gesetz. Jetzt ist es so, wenn Sie erwischt werden in Portugal mit Koks, Heroin oder irgendwas anderem Verbotenen, dann gibt es keine Strafe, sondern dann muss man zu einer, die heißt irgendwie Kommission zur Minderung der Drogenproblematik oder vor einer Kommission auftauchen, die sagt, Herr Schröder, wir haben Sie jetzt schon zum dritten Mal mit Kokain erwischt, haben Sie da ein Problem? Ja! Und, also du kommst nicht ins Gefängnis oder kriegst keine Strafe, sondern es sagt, ja, wir haben... Ja, und wie geht das weiter dann? Das ist ja interessant. So, du kriegst keine Strafe, es werden dir Angebote gemacht, es werden dir Tipps gegeben und so weiter. Das hat Portugal vor 10 Jahren eingeführt und die habe ich hier auch zitiert, die Studie, also da kann man mal... Wie nennt man die Sozialpolitiker, wirklich jubeln hören, wie toll, also die haben die alle Zahlen vorgelegt. Erst Konsumenten, das wird ja auch hier immer gemacht, wie viele Kids fangen an mit irgendwas, ja, sind deutlich zurückgegangen. Bei Jugendlichen und bei jungen Erwachsenen, bei harten Drogen, weichen Drogen und. Es ist, also Entkriminalisierung, Antwort auf Ihre Frage führt, und genau zu dem Gegenteil, was befürchtet wurde, wir werden dann hier einen Drogentourismus kriegen und Kriminelle ziehen wir an und so. Das Gegenteil ist passiert und die Gebrauchszahl, also die Nutzer, die Drogenverbrauch ist zurückgegangen dadurch. Und ich bin mir sicher, dass das ein Effekt wäre, den wir sofort erzielen würden nach einer Legalisierung. Das Verbotene macht scharf, das wissen wir doch auch. Und meine Kinder... Den habe ich Drogen nie verboten. Die nehmen sie aber auch nicht, weil sie sagen, das macht unser Vater uninteressant. Ja? Also da war überhaupt kein Reiz, irgendwie das unbedingt zu machen. Ja? Das ist auch eine tolle Erziehungsmaßnahme. Ja, funktioniert. Ja. Ja, und die Amis haben da keinen Einfluss genommen. In Portugal, da haben die keinen Einfluss genommen. Oder ich habe vielleicht auch versucht, das habe ich nicht recherchiert. Aber Handel wird da auch nicht noch bestraft in Portugal? Handel ist nicht erlaubt, ja. Aber das war so wie mit der Pornografie in Schweden. Das war nicht offiziell damals 1969, 68. Ja. Aber niemand wurde bestraft und deswegen lief das so. Und so eine Grauzone haben die jetzt da auch gemacht in Portugal und die Ergebnisse sind fantastisch gut. Nur wenn sie nicht kommuniziert, Sie haben vielleicht davon noch nie gehört, eigentlich sollte das mal in der Zeitung stehen. Das war doch eben die Frage, wenn das nun stimmt, dass die Einflüsse so groß sind, natürlich, ich frage es ja nur rhetorisch, klar sind sie eben groß, dann hätte ja auch Portugal, ich meine, da müsste man die Portugiesen auch verwehren da. So, genau. Und ein Grund ist, glaube ich, dass da durch Ausdrucke kommen, dass wir davon noch nichts gehört haben. Wenn einer auf so einem Feld so eine erfolgreiche Politik jetzt seit 10 Jahren macht und es wird einfach nicht kommuniziert, dann muss man sich doch schon mal fragen, ja, wer unterdrückt denn eigentlich hier die Nachrichten? Wer will denn nicht, dass da mal anders drüber gedacht wird, über das ganze Phänomen? Wer macht denn hier irgendwie laufen, sozusagen diese Dämonisierung und gefährlich? Das ist nicht in der Tat. Das stand auch nicht in der Taz. Die Taz ist doch auch nicht Nachblatt. Gar kein Redakteur da. Nein, das stand auch noch nicht in der Taz. Und das ist ja auch so ein bisschen Stiefkindfeld. Ja, Drogenpolitik. Ich bin ja nicht mehr aktiv als Redakteur. Ich hätte das natürlich schon längst eingeschrieben. Ja. Ja. Und dazu würde ich ganz kurz noch sagen zu Portugal. Ich weiß nur aus dem Reise-Know-how Drogen in Reiseländern, dass in Portugal, das hast du gesagt, dass da wird mal gefragt, ob du ein Problem hast, schon ein bisschen so strenger gehandhabt wird. Man muss vor diese Kommission, da ist ein Arzt, Psychotherapeut
Und vielleicht noch jemand, der von der Polizei, der untersucht, ob du nicht selbst da mit dem Handel was zu tun hast. Und dann wird man schon ziemlich stark in der Therapie gedrängt. Naja, das auch als Ausländer sogar kann man dort in Therapieeinrichtungen dann plötzlich landen und dann ist man da so vier Wochen, weil man mal gekifft hat. Ah gut, das mag schon sein, dass das auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ja? So, also, aber ja, es ist auf jeden Fall... Nicht mit der Therapiezange beim dritten Mal. Es ist auf jeden Fall schon mal... Guck mal, hier fliegen die Kinder von der Schule, irgendein 17-Jähriger, ja, wird von der Schule geworfen, verliert die Lehrstelle. Das ist doch alles Horror, was hier gemacht wird. Ja? Da, also das will ich eigentlich weg haben und da finde ich, Ich bin auch so ein Anti-Therapie. Ich will niemanden therapieren, der nicht will, der nicht selber einsieht, dass er das braucht. Aber es ist auf jeden Fall was Gewaltloseres, als die Leute irgendwie mit Geldstrafe oder sogar mit Gefängnis irgendwie zu züchtigen. Das funktioniert einfach nicht, das wissen wir doch. Ja. Die Entkriminalisierung ist ja eine Sache. Ich würde gerne nochmal auf dieses Kaufhaus in der Ringmitte zurückkommen. Also wirklich alles. Hat noch nicht eröffnet. Ja. Wenn alle Drogen legal erwerbbar sind. Ja. Ist es dann nicht schon eine Gefahr, dieses. Also es wäre ein großes Experiment. Und ist es dann nicht die Gefahr, dass wirklich die Anzahl der Leute, die, denen es richtig schlecht geht, weil sie eine Sucht entwickeln, die sie bis zum Tod führt, ist dieses Experiment. Abschätzbar, dass es nicht wirklich eine höhere Anzahl von Leuten gibt, die einfach auch beratungsresistent oder was auch immer sind, die also, zu schwach sind, um da irgendwelche Hilfsangebote anzunehmen und dass einfach die Anzahl der Leute, die wirklich daran leben, nicht zugrunde gehen, dass die einfach zu groß sind. Nee, im Gegenteil. Die Leute gehen ja nicht an den Drogen zugrunde, sondern die gehen am Drogenverbot zugrunde. Ja. An Heroin, wenn du das jeden Tag ordentlich und sauber zu dir nimmst, da kannst du steinalt mit werden. Ja, Heroin hat keine Nebenwirkungen, dass du, wenn du das 10 Jahre nimmst, die Leber oder die sonst was ruiniert ist. Wenn du sauberes Heroin hast, passiert dir nichts. Wenn du sauberes Koks hast und halbwegs Maß halten kannst, passiert dir damit auch sehr wenig. Das ist doch die Erfahrung, die Johannes Albecher zum Beispiel hatte. Ne? Ja. Der mein Kulturminister der DDR war und immer frei weg bis an sein ziemlich spätes Ende. Alles gepupst hat. So hat, nö, war schon ja, ein bisschen. Schon definitiv. Ja, also, ein normales, selbstbestimmtes Leben, wenn man jeden Tag sauberes Heroin spritzen würde. Ja, wie gesagt, das ist ja jedem überlassen, ob er das will oder nicht. Ja? Nur zu behaupten, dass die Leute am Heroin sterben, ist falsch. Sie sterben daran, dass sie. Dass Heroin illegal ist, dass Heroin verunreinigt ist, dass sie Heroin nicht ordentlich dosieren können. Und wenn sie das in der Apotheke beziehen könnten, sauber, dosierbar und so weiter, dann würden weniger Leute daran krepieren als heute. Es gibt auch Ärzte, die den Zugang haben, weil sie Morphinisten in der Lage sind, sich Betäubungsmittel verschreiben zu lassen und zu verschreiben. Es gibt ja verkehrsfähige Betäubungsmittel. Morphium. Und diese Ärzte arbeiten sozial unauffällig, beruflich erfolgreich, ohne gesundheitliche Nebenwirkungen und ohne dass du das merkst, obwohl du dich vielleicht von denen gar nicht schlecht behandeln lässt. Es gibt einen berühmten Fall hier von einem Augenoperateur an der Charité, glaube ich. Ja? Also ein Morphinist, ne? Also ein Arzt, der jeden Morgen seine Morphiumdosis brauchte und dann aber die subtilsten Augenoperationen, die man sich vorstellen kann, vorgenommen hat, sein Leben lang. Ja? Jeder Narkosearzt macht das. So, also wie gesagt, meine These ist, natürlich, ich will das auch jetzt gar nicht völlig kleinreden, natürlich kann man sich mit sauerstem Heroin, Morphium oder so um die Ecke bringen und so weiter. Aber unser Problem heute ist nicht das. Es ist das, dass die Leute krepieren, obwohl sie gar nicht krepieren wollen, weil ihr Zeug verunreinigt ist, weil sie in elenden Verhältnissen leben. Wenn sie das für ein Apfel und für ein Ei auf Rezept in der Apotheke bekämen, würden die wunderbar weiterleben. Die Methadon-Programme oder Heroin-Programme in der Schweiz, wo du es dann jeden Morgen dir holen kannst, sie sind ja äußerst erfolgreich. Die Schweiz wurde bekämpft von den Amerikanern, als sie anfingen, da Platzspitz damals das zu machen. Heute ist Amerika schon so weit. Also die USA machen es jetzt nach, alle Länder machen es nach, weil die Leute tatsächlich nicht an den Drogen krepieren, sondern am Drogenverbot. Also ein wichtiges Beispiel noch zu der Frage,
das ist der Absinth mit dem Wirkstoff Guyon, der etwa ein Jahrhundert lang verboten war und dann auf einmal wieder legal wurde. Ganz komische Rechte, es ging um Fluggesellschaften und Überflugrechte in Spanien, weil in Spanien waren die verboten. Aber die EU hat es wieder erlaubt, die Schweiz hat es auch wieder erlaubt. Und die Befürchtung, dass jetzt die Leute Absinth saufen wie die Wahnsinnige, ist überhaupt nicht eingetreten. Ja. Aber das allerbeste Beispiel und, ist doch der Alkohol. Der Alkohol ist ja, haben wir jetzt gesehen, auch eine ganz gefährliche Droge. Und man kann sie frei kaufen. Und obwohl man sie frei kaufen kann, gibt es nur eine bestimmte Anzahl von Alkoholikern. Ich zum Beispiel trinke auch gerne Alkohol, aber tue das nicht täglich. Also und ich glaube, das ist... Naja. Nein, ich meine, so wie man sich frei entscheiden kann, ob man Alkohol trinken will oder ob man sich jetzt saufen will oder einfach nur mal ein Gläschen, so ähnlich sind dann eben auch, kann man das auch mit den anderen Drogen machen. Und es wird immer Alkoholiker geben oder es wird immer... Ich habe gestern mit einem auch geredet. Ja, das Suchtpotenzial der Drogen, alle über einen Kamm zu scheren. Ich bin suchresistent. Ich kann das alles reinfahren und muss nicht jeden Tag. Wohl ihr. Ja, ich habe gestern mit einem auch darüber geredet und sagte, was du gerade sagst, in jeder Klasse von 30 Schülern gibt es einen Klassenclown. Und ne, also so haben wir da auch in jeder Klasse haben wir einen, der kann mit Alkohol nicht umgehen. Ne, so, den werden wir immer haben. Und so ist es mit allen anderen Drogen auch in dieser Mythos, der gemacht wird, um Heroin und Kokain und auch diese Dämonisierung. Das sind doch stinknormale Arzneimittel, die machen dich wach oder die machen dich müde. Wenn die nicht irgendwie seit 100 Jahren verboten wären, würden wir da überhaupt nicht drüber reden. Und in der Steiermark nimmt man halt Arsen. Ja, zum Beispiel. Und normal. Ist Standard. War hier im 18. Jahrhundert im Übrigen auch. Bei den Pferden auch. Ja, also wie gesagt, ich denke, wenn wir das Zeug wieder zurückbringen in die Apotheken, da wo es hingehört, beziehungsweise dann in so ein Fachgeschäft, was ja Apotheken ähnlich ist, dann wird keiner mehr daran krepieren als heute, sondern im Gegenteil weniger und wir werden auf Dauer deutlich weniger Missbrauch und Probleme mit den Drogen haben, als wir es heute haben. Und die Verbote, die wir heute, das habe ich ja hier gezeigt, die haben ja Nebenwirkungen, die sind viel, viel, viel schlimmer. Ja, was da in Mexiko passiert, in Afghanistan und so weiter, dass wir Talibans und sonstige Wickelmützen mit dem Zeug finanzieren, das ist doch alles eine grauenhafte Nebenwirkung und die muss weg. Und wie dann hier, ich befürchte ja, wir müssen noch einige Jahrzehnte damit leben, mit dem Zustand, wie er jetzt ist, aber weil eben so viel dranhängt, ja, weil unsere, ja, da würden jetzt so, wir können sagen, ja, die Freiheit des Westens hängt am Drogenverbot, weil wenn wir morgen nicht mehr unsere Alliierten in Afghanistan finanzieren können, ja, dann bricht das schon mal weg, ja, und dann haben wir noch in Südamerika unsere FARC und sonstigen Milizen, also wie gesagt, da hängt sehr viel dran und deshalb wird es auch nicht von heute auf morgen passieren, aber ich habe das Buch geschrieben, um einfach nochmal ein Bewusstsein damit zu wecken, dass mit dem Verbot nach 100 Jahren doch endlich Schluss sein wird.